Rose Fröhlich, echter Patientenfall, Ernährung bei Lieb-Lymphödem. Ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Und ich hatte eine Patientin in der Praxis mit Lieb-Lymphödem, was ja sehr häufig vorkommt. Ihr Lieben, was glaubt ihr, wäre da an Ernährung sinnvoll? Was ist eure Erfahrung? Schreibt mir einfach mal in die Kommentare für all die, die das Lieb-Lymphödem haben, wie es euch damit geht. Beziehungsweise welche Fragestellung ihr dazu auch habt. Ja, kommen wir zurück zum Patientenfall. Also, beim Lieb-Lymphödem ist es so, dass eben der Fettanteil sich in Ober- und Unterschenkel tatsächlich ablagert und dadurch sozusagen ein größerer Umfang entsteht. Häufig ist immer die Frage, dieses Lieb-Lymphödem, woher kommt es? Es sind multifaktorielle Geschichten, also mehrere Sachen. Das kann klassische Hormongeschichte sein. Zu den Hormonen gehört zum Beispiel auch immer die Produktion der Bauchspeicheldrüse. Das Gelbe hier ist die Bauchspeicheldrüse und in diesen blauen Zellen wird das Insulin hergestellt. Und Insulin ist ja ein Hormon. Und wenn ich sozusagen leckere Sachen esse, also nehme ich mal Obst zum Beispiel oder Moment, zeige es euch, Schokolade oder wenn wir die Kohlenhydrate haben, schnelle Kohlenhydrate, Pizza oder Kartoffelreis, Nudeln, helleres Brot, dann lässt der Körper für die Kohlenhydrate immer den Blutzucker ansteigen und der Blutzucker führt immer dazu, dass die Bauchspeicheldrüse mehr Insulin herstellt. Und wenn wir mehr Insulin sowieso produzieren, vielleicht mit dem Hintergrund einer Insulinresistenz, dann können die schnellen Kohlenhydrate einfach schneller zu Körperfett umgewandelt werden. Das heißt, meine Erfahrung und die Struktur der Ernährung für das Lieb-Lymphödem, also um den Körperfettanteil an Oberschenkel, Unterschenkel zu reduzieren, gehören mehrere Sachen. Man müsste immer ausschließen, ob eine Insulinresistenz da ist. Eine Insulinresistenz kann mit nüchtern Zucker und nüchtern Insulinspiegel beim Arzt gemessen werden. Da muss man aber 12 Stunden nüchtern sein. Das nennt sich dann Hummer-Index, gibt da ein extra Video zu, könnt ihr euch dann nochmal anhören. Weil ich immer wieder sehe, dass bei den Patienten mit Lieb-Lymphödem, also die Ansammlung von Körperfett an den Beinen, häufig getriggert ist durch eine erhöhte Insulinausschüttung. Und dann kommen wir auch zu den Ernährungsempfehlungen. Man würde eher in die Eiweißquellen gehen, weil die den Zuckerspiegel nicht erhöhen und damit auch nicht den Insulinspiegel. Und man ist moderater mit den Kohlenhydraten, also etwas vorsichtiger. Nicht den Teller voll Nudeln, sondern diese Geschichte handvoll gekochte Nudeln und dann eher Gemüse dazu. Und zum Beispiel einen Anteil an Eiweißquelle mit zum Beispiel Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei oder Ersatz, ne? Produkte. Der Hintergrund ist, das lässt den Zuckerspiegel nicht ansteigen, macht aber einen Sättigungseffekt. Das Gemüse lässt den Blutzucker nicht ansteigen, macht auch keinen Sättigungseffekt. Und dann hätte ich hier aber zum Beispiel eine Kartoffel mit Zuckercreme, dann habe ich sozusagen eine Handschale voll, ne? Die passt ja wunderbar in die Hand, habe ich eine Handschale voll Kartoffeln, aber nicht den ganzen Teller voll. Und wenn es um Nudeln geht, wäre das sozusagen genauso. Das heißt, man würde eine gesunde Mischkost machen, man würde die Handvoll Nudeln nehmen, aber immer kombiniert mit Gemüse und einer Eiweißquelle. Wenn ihr, das habe ich auch ganz häufig die Fragestellung, die Ernährung für das Körperfett ändern möchtet, zum Beispiel Schnitzel habt, was ja dann mit Panade ist. Panade ist immer der Ersatz für Kartoffel, Reis, Nudeln oder Brot. Das heißt, wenn ich etwas mit Panade esse, keine Beilage dazu, sondern dann eher gucken, dass ihr mehr Gemüse habt und könnt sozusagen dann die Panade essen. Esse ich aber die panierten Sachen und noch die Kohlenhydrate als Beilage dazu, dann habe ich zweimal Kohlenhydrate und dann geht der Blutzucker zu schnell hoch und zu viel erhöhter Zucker macht Insulin und dann schneller Körperfettaufbau. Also, Lieb-Lymphödem, Kohlenhydrate anpassen, schauen, dass ihr Gemüse mit einbaut, was ihr mögt, egal ob roh, gekocht, gegart und guckt immer, wer auf Panade verzichten kann, lieber sozusagen Naturgeschichten, also Fleisch, Fisch, Geflügel, Ei, je nachdem, was ihr da mögt. Und bei Brot und Brötchen ist es so, dass es immer sinnvoll ist, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das hinstellen soll hier, bei Brot und Brötchen ist es immer sinnvoll, in Richtung Mehrkorn, Vollkorn zu gehen, Graubrot, Mischbrot, weil es einfach langsamer den Blutzucker ansteigen lässt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Brot habe
und mache dann noch Gemüse oben drauf, Frischkäse zum Beispiel. Kann ich auch ein Sandwich machen an der Stelle. Also so sieht es ja dann aus. Ich kann da auch Käse reinmachen, weil die Auflage sozusagen, der Brotaufstrich, den Blutzucker nicht anhebt und die Eiweißquelle liefert. Und bei dem Brot ist es so, Graubrot, Mischbrot, Vollkorn, Mehrkornbrot macht immer einen langsameren Blutzuckerverlauf. Also an der Stelle können wir auch Brot einbauen, aber nicht in das helle Brot gehen. Auch sowas wie Franzbrötchen, Kuchen, Kekse, Eis werde ich auch ganz häufig gefragt, lässt halt immer schneller das Körperfett ansteigen. Deswegen ist es beim Lymphödem immer sinnvoll, gesunde Mischkost, Kohlenhydrate moderat, aber nicht ganz weglassen, weil sonst kriegt das Gehirn Heißhunger. Ja? Natürlich kann ich, wenn ich Kohlenhydrate weglasse, Keto-Diät oder Low-Carb-Diät, kann ich besser abnehmen, weil die Insulinspiegel niedriger sind. Aber das Durchhalten ist häufig die Problematik bei vielen. Ne? Also von daher gesunde Mischkost. Genau, das mit Insulin habe ich erzählt. Eine Ursache kann natürlich auch eine genetische Komponente in der Familie sein, wenn zum Beispiel die leiblichen Eltern, also gerade die Mütter, selber auch Lymphödem haben. Also das kann auch in Generationen weitergegeben werden. Es ist ja so, dass noch nicht alle Ärzte immer unbedingt das im Fokus haben. Schreibt mir auch da nochmal in die Kommentare, wie da so eure Erfahrung ist an der Stelle. Also ihr Lieben, ne? Moderat, vorsichtig mit den Kohlenhydraten, nicht komplett weglassen. Das Gehirn braucht ja ein bisschen Zucker aus den Kohlenhydraten. Eiweißquelle einbauen, gucken. Ihr könnt auch Milch, Milchprodukte, Quark, Joghurt, wenn ihr es vertragt und wenn ihr es mögt, mit einbauen, weil es die Eiweißquelle nochmal erhöht. Die Hülsenfrüchte gehen auch ganz gut, so Kidneybohnen, dicke Bohnen, weiße Bohnen, Bohnen an sich. Die führen ja immer dazu, die Hülsenfrüchte, auch Mais und Erbsen, dass wir einen Sättigungseffekt kriegen und eine Eiweißquelle haben, die den Blutzucker, also gerade das Gemüse lässt den Blutzucker ja nicht doll ansteigen, aber ein bisschen Stärke haben wir in den Hülsenfrüchten drin, haben aber immer einen langsameren Blutzuckerverlauf. Also Hülsenfrüchte könnt ihr auch gerne mit reinnehmen. Kichererbsen, Couscous, Grieß gehört alles in die schnellen Kohlenhydrate. Da bitte immer Handschale voll gekochte Ware im Kopf behalten. Also nicht mehr, weil das genauso wie Reis oder Nudeln den Blutzucker triggert. Genau. Ansonsten, ne, Kohlenhydrate moderat. Wollt ihr mehr wissen, könnt ihr im Ernährungsmaß nochmal gucken. Es gibt ja auch Videos schon zu den Portionsmengen, die da helfen oder auch Eiweißshakes einbauen. Da könnt ihr auch die Videos schauen. Geht einfach mal auf den Kanal eine Runde gucken. Ihr könnt auch in die Suchoptionen gehen zum Thema Eiweißshake. Dann kriegt ihr überall das, was ihr für den Alltag braucht. Ihr Lieben, ich sage erstmal ganz lieben Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag und danke nochmal für den Themenvorschlag. Habt ihr noch andere Themen? Schreibt gerne in die Kommentare.